Willkommen zurück bei Mario Kart 8 Deluxe Online. Alter, das habe ich lange nicht mehr gesagt. Ja, es ist tatsächlich gerade die erste Aufnahme, die ich seit mehreren Wochen tätige. Es könnte mittlerweile, glaube ich, wirklich ungefähr einen Monat her sein, dass ich hier was aufnehme. In den letzten Tagen kamen mir ein paar Videos online, die ich noch auf der Festplatte hatte, die ich aber bisher noch nicht hochgeladen hatte. Aber das ist jetzt tatsächlich das erste Mal seit vielen Wochen, dass ich wieder selber was aufnehme. Und natürlich kann man sich jetzt fragen, warum? Was war da los? Und genau das ist auch das Thema heute, denn wenn ihr mir auf Twitter folgt oder auch zum Beispiel auf dem Discord-Server seid, habt ihr eventuell schon so ein paar Sachen mitbekommen. Ich habe mich unter anderem darüber ausgelassen, dass mein Semester mich ziemlich gebumst hat am Anfang. Und ich wollte euch heute mal ein paar Insights geben, was da genau passiert ist und was das Problem war. Denn es ist alles etwas anders gekommen, als ich dachte. Und das wollte ich mit euch heute mal ein bisschen bequatschen. Allein schon aus Therapiegründen. Ihr seht schon, ich bin mit dem schwarzen Yoshi und einem völlig schwarzen Gefährt unterwegs und fahren kann ich auch nicht mehr. Das spiegelt ganz gut meinen seelischen Zustand wider. Von daher, quatsch mal drüber, würde ich sagen. Ist doch hier eine Selbsthilfegruppe, oder nicht? Ich hoffe mal. Also, mein mittlerweile drittes Semester hat Anfang Oktober begonnen. Und die schlauen Kinder unter euch wissen jetzt, ah, ist ja schon anderthalb Monate her. Krasser Shit. Und genau so ist es auch. Und in meinem letzten Semester, sagen wir mal, fangen wir chronologisch an. Mein erstes Semester war damals ziemlich entspannt. Und das war auch rückblickend ziemlich gut so. Ja, als Einstieg sollte man es nicht übertreiben. Ich hatte, naja, praktisch zwei freie Tage, wenn man so will. Relativ viel frei und war eigentlich ziemlich entspannt. Ich glaube, ich hatte irgendwie 9 Kurse oder 10. Ich glaube, es waren 9. Fürs zweite Semester habe ich mir dann gedacht, okay, guckst du einfach mal so ein bisschen nach, was steht so in der Liste drin. Es gibt halt eine Liste, da steht drin, was man so tun muss, welche Kurse man braucht und so. Hab mir ein bisschen was reingehauen und das hat dann natürlich ein bisschen mehr reingeknallt. Ich hatte unter anderem ein sehr leseaufwendiges Seminar, das sich jetzt im dritten Semester auch fortsetzt. Das ist über 2 Semester. Genau, da musste ich halt immer sehr viel Text lesen, aber das war noch zu stemmen. Ja. Und dann hier mal so ein Essay und da mal so eine, ja, Klausur in Anführungszeichen, war eigentlich zu machen. Und dann ging es natürlich um die Frage, was mache ich jetzt im dritten Semester? Und ich habe in die Liste geguckt und mir gedacht, okay. Und habe mich dazu entschlossen, ein paar Sachen vorzuziehen. Also es gibt praktisch eine Liste, da steht drin, ja, das und das solltest du am besten tun. Und wir empfehlen das so und so vierte Semester dafür, um das anzufangen. Und ich habe ein paar Sachen vorgezogen, einfach weil ich dachte, ja, passt ja noch ganz gut rein. Das heißt, ich glaube, ich habe gerade 13 Kurse in meinem Stundenplan drin. Und lasst es mich mal so formulieren, das war eine dumme Entscheidung. Und sie war dermaßen blöd, dass ich genau weiß, dass ich im nächsten Semester, ich habe gesagt, ich nehme maximal 10 Kurse, aber ich strebe lieber 9 an. Das ist auch so das, was immer so empfohlen wird. Das Problem ist nämlich folgendes gewesen. Ich habe mir viele in den Stundenplan gepackt, unter der Prämisse, dass ich sie sowieso wahrscheinlich nicht alle kriegen werde. Ich habe das schon mal in einem Stream, glaube ich, angesprochen. An der Uni ist das Problem bei der Englischfakultät, dass es sehr wenige Dozenten gibt, beziehungsweise sehr viele Studenten und es gibt nicht genug Räume und auch nicht genug Dozenten. Das bedeutet, die einzelnen Kurse sind immer sehr überfüllt. Und ich hatte dann eben diese Kurse mir reingepackt und hatte dann in vielen Kursen einen sogenannten roten Pfeil bekommen. Man kann entweder einen grünen Pfeil kriegen, einen gelben oder einen roten. Grün heißt, ja, bist drin, gelb heißt auf der Warteliste und rot heißt, ja, tschüss, bist nicht drin. Und ich hatte einige rote Pfeile bekommen und dachte schon so, wah, oh no, habe dann die Kurse wieder rausgenommen zum Teil. Manche habe ich auch erstmal drin gelassen und habe dann später doch noch einen Platz bekommen. Aber andere habe ich dann durch andere Kurse, ja, ausgetauscht oder ersetzt oder dann noch auf Rat von Kollegen aus der Uni mir noch Kurse reingepackt und so weiter. Ne? Hab da nicht so wirklich drüber nachgedacht, weil eigentlich war mein Plan gewesen, das Semester jetzt nicht übermäßig stressig zu machen. Ja, lass es mich mal einfach sagen, wie es ist. Ich habe total unterschätzt, was der Workload ist. Sprich, was muss ich insgesamt so alles tun? Um euch einen kleinen Einblick zu geben. Aktuell, diese Woche war jetzt sehr entspannt, muss man sagen. Da war ich auch nur an 2 Tagen in der Uni. Ja, an 2 Tagen. In der Regel habe ich pro Woche so ein Lesepensum von ungefähr 350 Seiten. Und jetzt fragt man sich, okay, das ist ja schon eine Menge, aber das Ding an den Texten ist ja auch, es sind in der Regel wissenschaftliche Texte
Und wenn ich sage, man hat ein Lesepensum, dann heißt das eigentlich, du musst die Texte ja bearbeiten. Also sie nur zu lesen, reicht eigentlich nicht. Also passiert zwar trotzdem oft, dass ich auch die Texte nur lese, aber in der Regel soll man dann auch zum Beispiel rausfinden, was sind die Hauptaussagen, man soll sich halt so ein bisschen da reinarbeiten. Denn in vielen Seminaren ist das, was stattfindet, dann letztendlich eine Textdiskussion. Also man quatscht über den Text und manchmal eher weniger über, ich sag mal, das Thema an sich, sondern halt mehr über den Text und guckt so an, ja, wie ist der aufgebaut und was sind so die Hauptaussagen. Klar, da kommt auch einiges an Fachwissen mit, aber in einigen Seminaren ist es halt wirklich eher ziemlich textlastig, was ich persönlich ein bisschen langweilig finde, wenn ich ehrlich bin. Also ist jetzt nicht so super ideal. Ist zum Glück auch nicht in jedem Seminar so, muss man dazu sagen. Aber in vielen ist es einfach sehr textlastig. Relativ schnell habe ich gemerkt, dass ich mit der Zeit, die ich habe, nicht hinterherkomme. Also nicht falsch verstehen, ich hatte trotzdem noch zwischendurch Freizeit, also so schlimm war es nicht. Aber ihr müsst es auch mal so sehen, wenn ich dann irgendwann von der Uni kam, und es war in den ersten Wochen wirklich enorm. Teilweise kam ich um 15 Uhr von der Uni, was eine relativ gediegene Uhrzeit ist, und ich war komplett dead. Montags ist mein entspanntester Tag. Montag habe ich nur von 10 bis 12. Danach gehe ich in die Mensa und fahre nach Hause. Also ich bin dann so um ungefähr 1:30 zu Hause. Also ich mache nicht viel an dem Tag, wirklich nicht. Und ich bin einfach tot. Oder ich war vor allem tot in den ersten Wochen. Obwohl ich eigentlich nicht viel gemacht habe. Es war egal, ob ich von 8 bis 18 Uhr in der Uni war oder von 10 bis 12 oder bis 14 Uhr oder sonst irgendwas. Das war irgendwie für mein Dead-Level ziemlich Wayne. Schöne Anglizismen, ne? Ihr merkt schon, ich bin total geschädigt. Nee, aber es hat keinen Unterschied gemacht. Und da habe ich so gemerkt, okay, irgendwas ist nicht richtig. Und dann hat mein Körper plötzlich eine Schutzfunktion aktiviert, die dazu geführt hat, dass ich praktisch jede Woche mindestens einmal verschlafen habe. Wie gesagt, ich muss bis auf Montag jeden Tag um 8 in der Uni sein, also um 6 aufstehen, was an sich eine normale Uhrzeit ist. Auch damals in der Schule bin ich auch immer um 6 aufgestanden. Und das ist sozusagen an sich okay. Aber in der Schule hatte ich, sagen wir mal, mehr Entspannungszeit. Weil in der Freizeit, die ich jetzt hatte und habe, ihr merkt schon, aktuell ist es nicht mehr ganz so schlimm, deswegen kann ich jetzt auch wieder YouTube-Videos machen. Aber in der Freizeit, die ich eben habe, muss ich ja noch ehrlich sagen, war ich dann halt deswegen so dead und konnte dann auch nicht wirklich irgendwie viel machen. Das heißt, die Frage, ich habe jetzt die Texte gelesen, mache ich jetzt ein YouTube-Video oder einen Stream? Oder lege ich mich einfach auf mein Bett und konsumiere einfach irgendwas ganz plump? Die Frage stellte sich mir nicht, weil mir völlig die Motivation gefehlt hat, irgendwas, ich sag mal, Produktives zu machen. Irgendwas, was auch nur im Entferntesten Arbeit ist. Ich weiß, ist YouTube Arbeit, ist immer so die Debatte, ne? Aber das ist dann eben trotzdem noch eine weitere Arbeit, die man sich macht, ich finde schon. Zumindest, wenn man das irgendwie einigermaßen gewissenhaft macht. Und ihr wisst ja, ich hatte es über Monate hinweg geschafft, jeden Tag ein Video hochzuladen, war sehr zufrieden mit mir und dem Kanal und der lief auch ziemlich gut. Streams hätten öfter kommen können, ne? Ihr erinnert euch. Aber insgesamt war das eigentlich ziemlich cool. Und dann kickte das Phänomen wieder rein, was ich schon vor einigen Jahren mal hatte. Nämlich aufgrund der Tatsache, dass ich dann keine Videos gemacht habe oder keine Streams, habe ich mich noch mehr demotiviert, Videos und Streams zu machen. Das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen widersinnig, aber vielleicht könnt ihr es nachvollziehen. Also die Tatsache, dass ich nichts gemacht habe, hat mich noch mehr demotiviert, deswegen habe ich erst recht nichts gemacht. Abgesehen davon war ich halt einfach braindead. Also long story short, meine Freizeit habe ich dann damit verbracht, eigentlich nur in der Gegend rumzuliegen oder Cities Skylines zu spielen. Einfach Dinge zu tun, wo ich mich nicht sonderlich geistig anstrengen muss und erst recht jetzt nicht mich hinsetzen und irgendwas aufnehmen oder gar mehrere Stunden am Stück streamen oder irgendwie sowas. Und das hat mir auch nicht gefallen, sage ich mal, aber es war in dem Moment sozusagen das Einzige, was ging. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, weißt du was? Was zur Hölle geschieht hier? Ich habe mich so ausgelaugt und so tot gefühlt und ich habe wirklich gemerkt, wie mein Gehirn verblödet ist. Es gibt in der Uni sogenannte Studienleistungen, die man erbringen muss und die sind je nach Kurs ein bisschen anders. Man muss im Studium Leistungspunkte sammeln und man braucht so und so viele Leistungspunkte, um am Ende
für die Bachelorarbeit zugelassen zu werden. So, und in den unterschiedlichen Kursen gibt es Studienleistungen. Das kann mal sein, ein Referat zu halten, eine Hausarbeit abzugeben, wobei das in der Regel eine Prüfungsleistung ist, oder irgendeinen kurzen Text hochladen oder 5-mal Notizen hochladen aus der Sitzung. Da haben die Dozenten relativ viel Freiheit. So. Ihr wollt wirklich gar nicht wissen, wie oft ich Kurse miteinander verwechselt habe. Wie oft ich verwechselt habe, in welchem Kurs was zu tun ist, in welchem Kurs ich was gemacht habe, für welchen Kurs welcher Text gedacht war. Und überhaupt. Also zwischendurch habe ich wirklich das Gefühl gehabt, mein Gehirn ist nicht mehr in der Lage zu denken. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich war wirklich komplett lost zwischendurch. Ja, neulich erst wollte ich mich mit Kollegen in der Uni treffen für so eine Gruppenarbeit. Und ich hatte den Entschluss gefasst, yo, heute schläfst du mal ein bisschen länger, scheiß auf den einen Kurs morgens. Wach dann halt um 8 irgendwie auf, weiß gar nicht mehr genau warum, mein Wecker war, glaube ich, auf später gestellt. Guck auf mein Handy und jemand schreibt in die Gruppe, yo, treffen wir uns um 10 oder viertel nach 10? Und ich denke mir so, oh fuck, wir wollten uns treffen, shit, oh Gott. Aufgestanden, ne, musst du erstmal realisieren, was passiert ist. Aufgestanden, fertig gemacht, schnell zur Uni gefahren. Ich hab so geschrieben, ja, lass viertel nach 10 treffen. Und die so, ja, okay. Stehe ich um viertel nach 10 da am Treffpunkt rum, warte 10 Minuten, 20 Minuten, eine halbe Stunde. Und dann fällt mir ein, es ging überhaupt nicht um den Dienstag, sondern um den Donnerstag. Wir wollten uns gar nicht dienstags treffen, sondern donnerstags. Das war so wirklich ein Prime-Example dafür. Wo ich wirklich gemerkt habe, alles klar, jetzt wird es langsam abstrus. Weil das, ich bin manchmal ein bisschen verplant, aber das ist wirklich Next Level gewesen. Und da habe ich für mich entschlossen, okay, so funktioniert es nicht. Es funktioniert auch nicht, wenn ich die ganze Zeit irgendwelche Texte lese und es irgendwie mich hereinstopfe, aber theoretisch jeden Text 5-mal lesen müsste und wahrscheinlich dann immer noch nicht verstehen würde, worum es geht. Weil die Sachen gehen in mein Auge hinein und sozusagen durch irgendeinen Lüftungsschlitz in meinem Kopf wieder hinaus. Also ich habe davon nichts behalten. Ja. Und so macht das Lesen und das Arbeiten null Sinn. Weil dann kann ich es auch einfach gleich lassen. Und dann bringen mir auch meine Notizen nichts, die ich mache. Ne? Textbearbeitung und so, mache ich zwar schöne Notizen, aber wenn mir die dann 2 Stunden später, wenn ich sie mir angucke, gar nichts sagen, hätte ich mir den ganzen Aufwand auch einfach sparen können. Und dann habe ich für mich entschlossen, okay, so klappt es nicht. Und was kann ich tun, um den Workload zu reduzieren? Möglichkeit 1 ist, ich nehme Kurse aus dem Stundenplan raus und breche die ab. Das wollte ich aber nicht. Wir sind mittlerweile jetzt in der 5. Woche des Semesters von 17, glaube ich. Und das wäre ein bisschen doof. Stattdessen habe ich mir gedacht, weißt du was? Du reduzierst einfach deinen Workload nach dem Minimalprinzip. Sprich, du machst so viel, wie du tun musst. Und kein Millimeter mehr. Da halte ich mich nicht immer dran. Ja. In manchen Kursen habe ich sozusagen ja, Ansprüche und will da halt was Gutes abliefern. Und in anderen Kursen denke ich mir, Alter, fuck it. Mittlerweile gibt es Kurse, also Vorlesungen, da gehe ich auch mittlerweile gar nicht mehr hin. Weil das Vorlesungen sind, bei denen ich zu Hause die Sachen viel besser nacharbeiten kann. Da kann ich dann zum Beispiel dienstags länger schlafen oder mittwochs oder wann auch immer. Und die Sachen lieber zu Hause nacharbeiten, weil sowieso alles auf den PowerPoints steht, die hochgeladen werden. Und teilweise laden die Dozenten sogar ihre eigene Stimme noch dazu mit hoch, sodass man wirklich alles zu Hause machen kann. Und so entlaste ich praktisch mein Körper, mein Geist, indem ich zum Beispiel länger schlafen kann, so zum, als Beispiel. Und lerne die Sachen dann einfach lieber selbstständig. Und kann zum Beispiel in der Freistunde, die dann entsteht, weil ich zu der Vorlesung nicht hingehe, Sachen machen, die ich ansonsten nachmittags oder abends machen müsste. Ja? Da gibt es zum Beispiel eine Vorlesung, die ist dienstags mittendrin. Da gehe ich jetzt nicht mehr hin. Weil, wie gesagt, da steht alles auf den Folien drauf und es gibt natürlich auch keine Anwesenheitskontrolle, weil das nach dem Gesetz verboten ist. Und da weiß ich zum Beispiel, da habe ich demnächst meine Studienleistung. Und die Sachen, die ich dafür machen muss, die kann ich auch zu Hause machen. Und so kann ich während der Freistunde einfach dann Sachen machen für irgendwelche anderen Kurse. Und so praktisch mir ein bisschen meinen Tag entlasten. Das ist dann praktisch so die Taktik. Und es klappt jetzt auch ganz gut. Also ich fahre das jetzt so ungefähr seit 1,5 Wochen. Und das scheint ganz gut zu funktionieren.
Es kommt nach wie vor dazu, dass ich teilweise vergesse, manche Sachen zu machen. Ich habe mir jetzt einen Plan erstellt, der hängt auch hier an der Wand. Da steht genau drin, wann ich was eigentlich tun will. Also so wirklich, dass ich aufgeschrieben habe, okay, von dann bis dann mache ich das und das für den und den Kurs und so. Hätte ich vielleicht früher mal machen sollen, weil das stellt sich als sehr hilfreich heraus. Also was Ähnliches habe ich schon mal probiert, aber habe ich dann nicht durchgezogen. Aber letztendlich ist es so, dass ich glaube, mit dieser Taktik ganz gut zu fahren. Aber es muss sich auch noch zeigen, sage ich mal, ob das jetzt nur so jetzt am Anfang funktioniert oder ob sich das weiterträgt in der Zukunft. Ich hoffe mal. Und wie gesagt, das nächste Semester mache ich mir auf jeden Fall etwas entspannter, weil so macht es halt auch nicht so viel Spaß. Also, Studium macht immer noch Spaß, ne? So ist es nicht. Aber diese Gedanken von wegen, boah, jetzt muss ich ja noch das und das und das und das und das machen. Und eigentlich müsste ich jetzt gerade auch andere Sachen machen. Das sind halt keine geilen Gedanken, die du haben willst. Deswegen, nächstes Semester wird entspannter. Wie gesagt, 9 Kurse, maximal 10. Kommt natürlich auch darauf an, was das für Kurse sind. Es wird ja auch mit der Zeit immer mit fortschreitendem Studium wahrscheinlich eher anspruchsvoller. Aber es gibt in jedem Semester irgendwie diese Random-Kurse, die total merkwürdig sind, wo man irgendwie, also gefühlt nichts für tun muss. Die gibt es zum Glück auch. Und angenommen, ich hätte schon 9 Kurse drin und jemand würde zu mir sagen, jo, komm doch in diesen Random-Kurs rein. Hätte ich halt 10, das wäre auch okay. Ne, aber auf jeden Fall nicht so viele wie jetzt. Und auf jeden Fall würde ich mehr durchlesen, was in den Kursen gefordert ist. Das habe ich teilweise auch nicht gemacht. Ich habe geguckt, okay, ich brauche den Kurs. Stundenplan, in den Stundenplan gepackt, bei der ersten Sitzung hingegangen. Und dann so gemerkt, uiuiuiuiuiui. Hätte ich mir vielleicht mal vorher durchlesen sollen, was man da alles tun muss. Da hätte ich vielleicht rausgefunden, dass das nicht so die schlauste Idee ist. Naja, soviel zur Leidensgeschichte. Ich werde jetzt versuchen, in Zukunft wieder täglich Videos hochzuladen. Eventuell kommt morgen kein Video. Ich muss mal gucken, ob ich es schaffe. Weil ich übers Wochenende nicht da bin. Wenn ihr das hier seht, bin ich wahrscheinlich gerade noch in der Heimat unterwegs. Dich kriege ich noch, du Assi. Aber ich hoffe mal, das Ganze wird sich normalisieren und wir können auch wieder streamen. Und bald kommt ja auch Chase of Destiny 2 im Dezember, ne? Wird auf jeden Fall cool. Auf jeden Fall danke ich euch fürs Ansehen bei dieser Selbsthilfegruppe und wünsche euch noch einen schönen Tag, wenn es euch gefallen hat. Dann lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.